unter die Leute zu bringen. Und das wichtigste Vorurteil ist sicherlich, dass Menschen denken, dann würde nicht mehr gearbeitet werden, ja? Die Arbeit eingestellt werden. Und das ist vollkommen verkehrt, sondern es geht ja um eine Basis, um eine Grundabsicherung, um unbelastet und kreativ tätig werden zu wollen. So nach dem Motto, überlegen Sie mal oder überlegt mal, was würdest du wirklich, wirklich gerne tun? Und das, was man gerne tun möchte, das tut man auch gut. Ja. Und es kann nicht sein, dass jeder sozusagen nicht nur sich selber bespaßt und dann, sag ich mal, in die Wolken schaut und dann meint, das wäre in Ordnung. So geht es auch nicht. Wir sind ein Leistungssystem. Ja? Und man kann das nicht alles abschaffen. Wir sind also, und dass dieses Leistungssystem, haben Sie selber gesagt, das ist schon seit Anbeginn der Zeiten. Die Leute haben nie Manna vom Himmel gehabt, sondern sie mussten was tun. Arbeiten aus Liebe zur Sache wird in Zukunft das Thema sein. Das ist das. Und es gibt viele, man muss dann nicht mehr seine Lebensgrundbedürfnisse damit stecken. Das heißt, man kann die Leistungen auch anbieten zu Preisen, die ganz unwahrscheinlich billig sind. Im Vergleich zu heute, heute erstickt jede Initiative daran, dass man seinen Lebensunterhalt damit decken muss. Weil neue Leistungen werden nicht bezahlt. Je neuer eine Leistung, je zukünftiger Leistung ist, desto weniger sind die Menschen fähig dafür zu bezahlen. Wenn ich alten Käse serviere, dann zahlen die Leute Massen. Dann hat man immer das Gefühl, wenn Grundeinkommen ist, geht niemand mehr arbeiten. Ne? Das stimmt nur bedingt. Die Reichen gehen trotzdem arbeiten. Also ich will mal sagen, ein Zahnarzt, der 15.000 Euro verdient, der wird doch nicht wegen läppischen 1.000 Euro seine Arbeit einstellen. Sein Personal stellt vielleicht die Arbeit ein, weil die sagen, wir haben es nicht mehr nötig, uns da schikanieren zu lassen. Er nicht. Und er hat ein Problem. Er muss Personal kriegen. Und dann wird der Arbeitgeber um Arbeitnehmer werben. Und da werden alle Leute, die nicht selbstständig was irgendwie auf die Beine stellen können, die werden geworben werden. Und zwar nur in Arbeiten, die sinnvoll sind. Grundsätzlich finde ich das jetzige System so einfach nicht akzeptabel. Ich finde, da muss definitiv was gemacht werden und da ist das Grundeinkommen, weil es einfach so eine völlige Umkehrung des jetzigen bestehenden Dogmas eigentlich ist. Nämlich, dass gearbeitet werden muss, um überhaupt ein Einkommen zu bekommen. Da geht das Grundeinkommen meiner Meinung nach in die richtige Richtung, weil es eben eine völlige Abkehr von dieser Unterdrückung derjenigen ist, die nicht unbedingt arbeiten können oder wollen.